Neue Folge Super Mario Sunshine. Im letzten Part haben wir hier ein bisschen in Parco Fortuna was gemacht und im letzten Part haben wir uns mit Yoshi anbefreundet. Und ja, jetzt hat U-plötzliche Fatamorgana Mario, Phantom Mario, wie auch immer. Hier kommt er hier mit der Turbodüse an. Und er mischt aufs Maul. Komm her. Ah, fuck. Bin jetzt einmal runtergefallen. Was für ein Starterfolger, ey. Oh, der war geil. Wo ist er denn jetzt? Hä? Bist du... Ja, da drin bist du. Hast mich ein bisschen verwirrt. Hör auf damit. Bleib hier. Das Teil her. Du kannst es doch eh nicht benutzen. Du hast doch eh keinen Dreck weg. Was würde dir der Scheiß bringen? Mann. Voll unlogisch, ey. Obwohl ihn der Scheiß nichts bringt, haut er damit trotzdem ab. So. Mist, ich gerade so vor den Turbosprint einzusetzen. Nein. Weil du dazu, wie gesagt, zu den Dreck weg brauchst und den hast du nicht. Aber egal. Auf jeden Fall kann ich da, gehe ich mit mir schnell eine blaue Münze holen, gleich mal hier. Die letzte, um genau zu sein, die wir bisher bekommen können. In Piazza Delfino. Und ich glaube, eine Challenge gibt es gleich auch noch. Ja, doch, definitiv sogar. Beziehungsweise, nee, sogar eine Shine Sprite erstmal. Erstmal eine Shine Sprite und dann eine Challenge. So. Hier lang und hier ist nämlich eine drin und da können wir jetzt durch und uns die hier krallen. Aber müsste jetzt, warte mal. Erstmal kam man mit Yoshi. Jetzt haben wir dann kurz in den Kurs gegangen, dann kam man mit der Turbodüse. Müsste jetzt nicht gleich mit der nächsten Düse rauskommen, hier am Start sein, also mit hier mit der Raketendüse. Theoretisch, ja. Theoretisch. Ja. Nervt da gleich nochmal weiter. Ach, und da wird uns auch schon der 8. Kurs gezeigt. Der letzte Kurs. Oder habe ich nicht jetzt erzählt? Warte mal. Kurs 1. Da hinten Kurs 2. Dann Kurs 3. Parco Fortuna 4. Die Röhre da oben 5. Das Licht da hinten 6. Ne, Kurs 7 ist es. Kurs 7. Dann gibt es 7 Kurse. Und da oben in der Röhre ist der 7. Aber da gehen wir noch lange nicht hin, weil wir gerade mal beim 4. sind. So. Gut, dann holen wir uns erstmal schnell hier die Raketendüse, bevor wir zur Challenge kommen. So, mein Freund, hast du eigentlich aus doch noch nicht dazu gelernt? Ich habe dir doch gerade eben schon gesagt, dass du dir mit dem Scheiß gar nichts anfangen kannst. Warum klaust du mir das die ganze Zeit? Junge! Bist du jetzt da? Junge! Erklär's mir mal, warum klaust du den Scheiß? Warum? Wo bist du schon wieder? Boah! Alter, wieder nervt. Komm jetzt her, Alter. Kannst du mit dem, wie gesagt, kannst du damit doch eh nicht anfangen. Ohne den Dreck weg. Hä? Ja, pff. Das Einzige, was du kannst, ist mich scheiße umrempeln. Das ist alles. Na, komm rauf da. So. Die. Ja, du kommst eh gleich wieder hoch. Ach, du Lappen, Alter. Ach nee, jetzt bleibt der hier unten. Lol. Stirb da jetzt. Wo will der hin, Alter? Komm doch mal her jetzt hier. Und warum kannst du im Wasser schwimmen? Das habe ich schon einmal gesagt. Warum kannst du das? Warum tut dir Wasser, mein Wasser weh und warum kannst du im Wasser schwimmen? Das ist unlogisch. Das ergibt keinen Sinn. Ah, jetzt hat er. Junge, hat das lange gedauert. Mist, ich war kurz davor, den Raketensprung einzusetzen. Wie schon gesagt, du kannst ihn nicht einsetzen, weil dir der Dreck wegfehlt. Zum 50. Mal schon. Meine Güte. Er lernt aber auch echt nie dazu.
So, bevor ich zur Challenge hingehe, würde ich sagen, wenn wir jetzt schon die Raketen, die sie haben, gehe jetzt mal schnell hier eine weitere Scheinsbald holen. Also mit den Düsen können wir jetzt einiges an Scheiße machen. Ja. Wenn Mario sich der größte Lappen wäre. So, können wir nämlich hier die zweite Glocke sauber machen. Wir haben ja schon die erste sauber gemacht durch den Trick. Und ja, die Scheinsbreite hier da hinten, die können wir jetzt auch prinzipiell sauber machen. Kümmern wir uns auch vielleicht auch in diesem Part doch drum. Mario, lass weitermachen. Hört er plötzlich auf, ey, ich glaub's nicht. So. So, aber hier, seht ihr ja, da. Die können wir nur damit. Eigentlich hätten wir den Trick hier auch anwenden können, aber siehst ja, die Scheinsbreite hätten wir nicht einsammeln können. Da. Da, Mario. Zu doof ist, das Teil zu setzen. So, jetzt. So. Beinahe wäre mir das Wasser ausgegangen. Lol. Aber passt. Also erstmal haben wir wieder einiges in Piazza Delfino zu erledigen, bevor wir in Kurs 4 weitermachen. So. Ja, würde ich sagen, kommen wir zur Challenge hier. Schnappen wir uns die Turbodüse. Dann müssen wir hier zu... Also hier beim Markt vorbei. Und da hinten ist so eine Tür auch wieder, die wir auch schon da bei der einen Scheinsbreite benutzt haben. Oh! Sorry! Die Dorians wollte ich nicht um dich gegen ballern. Lol. So, dann gibt es hier so ein Parcours, den wir hier mit der Turbodüse durchgehen müssen. Dürfte aber nicht so schwer sein. Soweit ich weiß. Nicht, dass ich jetzt so sage und dann 20 Mal fail jetzt hier. Ja, so viel zum Thema. Failen. Da haben wir schon unsere ersten. Ja, geil. Ich hätte nichts sagen dürfen. Ja. Boah, mein Gott. Ganz knapp. Nimm sie dir. So. Okay, jetzt hat es beim zweiten Versuch geklappt. Das beim ersten Mal war nur ein übelster Epic Fail und übelst unnötig. Weil eigentlich ist es, wie gesagt, total einfach. So, was können wir denn jetzt machen? Wie viel Zeug haben wir denn schon hier? 10 Scheinsprays und alle blauen Münzen, die wir bisher bekommen können. 100 Münzen, Scheinsprays haben wir auch. Naja, 2 könnten wir noch machen. 2 fallen mir gerade ein noch. Stimmt. Also Nummer 1 hier halt die große Scheinspray sauber machen und noch eine Challenge. Eine Challenge fällt mir auch noch ein. Also ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal darum, dass die Scheinspray da oben sauber wird. Also diese riesige Scheinsbreite hier oben. Hier. Die ist ja schon von Anfang an verschmutzt gewesen. Und ja, jetzt haben wir eigentlich die Chance... nicht runterfallen, Mario. Jetzt haben wir eigentlich die Chance, die sauber zu machen. So. Sieht doch schon viel besser aus. So. Ja, die ist ebenfalls wieder so verdammt hoch. Kommt man ebenfalls nur wieder mit der Raketendüse ran. Fuck. So. Hier wieder hoch. So, und hier wäre eigentlich der 7. Kurs, aber zu dem wollen wir noch nicht.
Wir sind ja gerade mal beim vierten. Das dauert noch ein bisschen. So. Wir könnten ja jetzt auch zu dem Zeitpunkt jetzt schon alle Kurse betreten. Voll krass im Übrigen. Aber wir spielen 100%, deshalb machen wir alles auch der Reihe nach. So, und jetzt noch einen Bonusraum. Der ganz, ganz links von Piazza Delfino ist. Und zwar meine ich... Ah, können wir hier gleich hier durchschwimmen. Ja, der ist nämlich ganz weit links hier außen von Piazza Delfino, da ganz vorne ist hier... Ja, da bei den Palmen da. Da ist eine grüne Röhre. Oh, da oben. Da kommen wir halt mit der Raketendüse ran. Hallo? Ja, sieht man jetzt zwar nicht. Da, da oben ist er. Habt ihr sie gesehen? Hier. Hier. So, ich weiß aber zufälligerweise nicht, was es hier gibt. Oh, also auf jeden Fall rote Münzen, okay. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist einfach eine Grasplattform mit einer, mit zwei, vier Palmen, ein paar Holzklötzen, einem brennenden Palmer und ein paar Gegnern. Wow. Nun ja. Ist ja nicht gerade spektakulär, aber ist auch nur ein Bonusraum, also ja, kann man es ein bisschen verzeihen. Oh ja, ist schon ein bisschen zu unspektakulär, oder? Aua, hör auf. Hör auf mit dem Schmarrn. So. So, dann helfen wir mal schnell jemand dem Palmer da, der mit Sicherheit auch eine rote Münze hat. Hier ist auch so ein komisches Feuer, kleines Mini-Feuer. Keine Ahnung, wofür das ist. So, jetzt. So, thanks. So, das ist wahrscheinlich auch eine. Jo. Wo gibt es noch welche? Drei Stück fehlen noch. Oh, ein roter Vogel. Müsste sogar allgemein der... der einzige rote Vogel im Spiel sein. Ah, wo ist er? Oh komm, jetzt hat er sich da gemütlich gemacht. Willst du mich verarschen? Komm her, du Verdammter. Habt ihr nicht geglaubt, sich da gemütlich zu machen? Palmblätter sehe ich dir andauernd nix. Wo ist denn der jetzt? Da. So, jetzt haben wir ihn. So, fehlen noch zwei. Ah, hier ist noch Sophie. Eine noch. Nee, nicht. Ist das Feuer hier? Was ist mit hier? Warum ist denn hier nur so ein Feuer? Au! Nicht rennen, Mario. Komm raus da! Ist da unten was? Was ist denn das hier? Was soll denn das? Wofür ist das? Hier ist sowieso ein kleines Mini-Loch. Oh, das Feuer geht auch irgendwie nicht aus, keine Ahnung. Ist hier unten was? Nee. Ja, wo ist er jetzt? Die blaue, letzte blaue. Was ist denn hier? Nix. Lol. Wo ist jetzt die letzte blaue Münze, ey? Na, hier sind ein paar Löcher. Aber nichts drin. Sag mal. Irgendwo ist doch... Oh. Hier ist eine Wassermelone.
Oh. Ah, hier ist was. Hier war so ein kleiner Innenraum. Oh ja, der hat man sogar von hier unten. Der hätte ich sogar von hier, von so aus sehen können. Egal. Naja, Hauptsache wir haben sie. Und dann schnappen wir uns die Shine Sprite. Ist ein bisschen einfallslos, dieser Ort hier. Ein bisschen unspektakulär, aber ja. Kann man jetzt nichts gegen machen. Wie gesagt, ist ja auch nur ein Bonusraum und ja. Hauptsache wir haben die Shine Sprite. So. Damit müsste ich, damit fällt mir jetzt aber auch nicht mehr ein, was ich noch holen könnte. Aber doch, eine Sache, stimmt, doch, eine Sache fällt mir noch ein. Eine Sache fällt mir noch ein mit der Raketendüse. Hätte ich doch beinahe vergessen, ey. Nämlich bei dem Turm da, wo Kurs 2, Kurs 3 ist, hier Player der Soll. Da ganz oben auf dem Turm ist nämlich so eine komische Plattform, die man mit so einer Riesenstampfattacke hier, hier das Teil hier. Machen wir so eine richtig krasse Stampfattacke hier, das hier. Bam, machen wir kaputt. Und dann gibt es auch eine Shine Sprite. Nice. Und nicht nur für die Stampfattacke brauchen wir eine Stampfattacke, hier die Raketendüse, sondern ja, die ist auch wieder so ganz weit oben, sodass man nur mit der Raketendüse rankommt. Will halt manchmal Nintendo halt sicherstellen, dass man die auch hat. Obwohl man, ob sie es hier eigentlich hätten sich es sparen können hier. Weil hier braucht man ja für die Stampfattacke auch das Teil auf jeden Fall. Also ja. Hier war es ein bisschen unnötig, aber naja. Ist nicht meine Entscheidung, ist eine Tennis-Entscheidung. So. Wie viel haben wir jetzt? 13. Keine Ahnung, ob es auch irgendwas gibt. Also mir fällt jetzt gerade zumindest nichts ein. Würde ich sagen, gehen wir kurz zu Kurs 2 und kümmern uns um hier die letzten zwei Münzen und um Kapitel 8. Kapitel 8 konnten wir bisher auch noch nicht machen, ohne Yoshi. Weil das 8. Kapitel nämlich mit Yoshi was zu tun hat. Und zwar ist das Porto de Oro, Kapitel 8, Yoshis Obst-Obolus. Hier wären wir sogar auch schon gespoilert worden. Aber deshalb bin ich auch extra nicht hier reingegangen. Und ich kann es dir sagen, und ich habe es auch schon, vielleicht schon gesagt, dieses 8. Kapitel suckt. Richtig. Ach, richtig nervig. Aber ist so einiges im Mario Sunshine. Geht ja auch für viele und auch für mich natürlich als das schwierigste Mario 3D Abenteuer. So, aber bevor wir uns um das Kapitel kümmern, brauchen wir erstmal die letzten zwei blauen Münzen. Das heißt, erstmal müssen wir Yoshi aufwecken, und das betrifft eins der Dinge, die so nervig sind an dem Kapitel, weil der will immer eine Durian. Und die einzige Möglichkeit, um in diesem Spiel allgemein Früchte zu bekommen, ist mit diesen Behältern hier. Und das hat nämlich was mit Glücksspiel zu tun. Nämlich muss man hier jedes Mal so einen Stampfattacke ausführen. Und ja, es kommt immer irgendein random Obst raus. So. Und irgendwann, wenn zu viel Obst im Gebiet sind, dann produziert das Teil keine mehr und dann müssen wir die halt ins Wasser werfen. Also ja, das könnt ihr ein bisschen... Oh! Dauern, aber wir haben jetzt Luck gehabt. Jetzt haben wir eine bekommen. Aber ja, wenn man Pech hat, kann man hier ein paar Minuten dran sitzen, bis man eine bekommt. Und das ist auch jedes Mal, wenn man... Vor allem das Kapitel ist halt, dass man hier halt mit Yoshi über diese Plattform mit den Fischen da hochkommt. Weil mit dem Saft kann nämlich Yoshi Gegner zu Plattformen verwandeln. Und ja. Und um hier darüber zu kommen, muss man hier die Fische zu Plattformen machen. Und ja, wenn er halt runterfällt, dann ist halt Yoshi weg und du musst die Scheiße mit den Früchten nochmal machen.
sehr, sehr nervig, das Ganze. So, hier die ganzen blauen Schmetterlinge fressen, dann kriegt man hier eine blaue Münze. Und die zweite müsste eine Spinne sein, die hier irgendwo da hinten jetzt an der Wand klebt. Hier, die da. Die fressen, dann gibt es dafür auch eine blaue Münze. So, dann haben wir hier auch alle 30 blauen Münzen. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur wieder hochkommen. Das Problem ist, ich weiß leider nicht wie. Fuck man. Warte mal. Die Kisten hier oben, weil so in den früheren Kapiteln sind die Kisten irgendwie diese Gullis versperren. Aber ich glaube, jetzt ist frei, oder? Ja, okay, gut. Kein Problem. So, allerdings müssen wir uns halt Gedanken machen wegen dem Saft, weil auf dem Weg darüber gibt es leider keine Früchte, um hier so für Yoshi zu fressen. Oh, und ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe die erste Plattform gleich mal verkackt, denn die war zu weit hoch. Und wir dürfen wieder von vorne anfangen. Yay! Yeah! Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, was so nervig an diesem Kapitel ist. Es nimmt einfach kein Ende hier, die Qualen. Komm her. War ja ein super Start, ey. Gleich mal verkackt hier. Oh Mann. Gleich mal gefailt hier. Das kann doch nicht wahr sein. Wandsprung, Mario. Wandsprung. Hast du denn schon verlernt, wie man Wandsprung macht? So. Jetzt müssen wir erstmal wieder Glück haben, dass wieder so eine scheiß Durian kommt. Kokos ist nein, danke. Nein. Eine. Was war das? Papaya, glaube ich. Nein, auch keine Ananas. Ach, jetzt hat er keinen Bock mehr. Ach, gut. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ja, die spawnen von selbst. Das ist nervig. Ach, das ist sie schon von selbst despawnt oder so. So, und es geht weiter. Gib mir eine scheiß Durian. Nein, das ist wieder eine Kokosnuss. Ja, jetzt haben wir einen Durian. So, gehen wir aus dem Weg hier. So. Mario, bitte kick sie weg. Dankeschön. Kann nämlich auch passieren, dass man sie halt ins Wasser schießt. Das wäre natürlich epic fail. So, auf ein neues. So. Nein. Oh, doch, passt noch. Gut. Okay. Okay. Warte mal. Ah, ich glaube, ich muss noch eine Plattform. Dann kann ich da oben hochschießen mit meinem Saft. Das müsste eigentlich passen. Mann. Oh, fuck. Und wir von vorne.
Ach, ich sehe schon, der Part wird wieder 30 Minuten lang. Das ist schon Part Nummer 3 in Folge mit 30 Minuten. Na komm. Ihr könnt da wenigstens vorspulen, aber ich muss den Scheiß leider. Leider muss ich den. Ja. Sterben. Na, der muss ich sterben. Ja. Fuck, okay. Kommst du da hoch? Ja, jetzt muss es reichen. Weg. Ja, perfekt. Weil jetzt kann ich runter von Yoshi. Und jetzt komme ich da mit der Raketendüse. Ja, doch mit der Raketendüse hoch. Boah, danke schön. So. Der müsste Rest müsste ein Kinderspiel sein. Wirklich, die Schwierigkeit ist einfach nur, Yoshi da hochzukriegen, damit man das Zeug da oben wegmacht. Das ist auch der einzige Sinn, wofür man. Das einzige, warum man Yoshi braucht. So. Tschüss, Yoshi. Danke für deinen Job. So. Da haben wir es zum Glück. Und wir haben fast einen 30 Minuten Part. So. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch nicht vergessen und ja, bis zur nächsten Folge von Super Mario Sunshine. Ciao.